Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon's Dogma 2. Hey Leute, ich bin hier gerade so ein bisschen unterwegs und dann kam auf einmal so ein Greif geflogen und ich dachte mal, da drücke ich doch mal auf Aufnahme. Mal gucken, wie ich den mit Magie down kriege. Ich bin, wie ihr sicher jetzt erraten könnt, nicht überzeugt. Immer noch nicht. Hier mache ich ja gar keinen Schaden. Zack. Wo ist denn der Karren hin? Also kam nämlich genau gerade so ein Karren, so ein Ochsenkarren vorbei. Zack. Grill. Ja, so ziemlich. Mal gucken. Rega macht das. Ich hab Rega übrigens den Skill weggenommen, durch den sie sich die ganze Zeit selber verletzt. Und ihr dafür dann so ein, keine Ahnung, sie springt und dreht sich irre krass schnell im Kreis gegeben. Wer will ich denn? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Hallo? Ich schieße einfach mal nach oben. Kann ich dich, huch, kann ich dich auch mit Eis bewerfen, so wie den Drachen? Ach komm schon! Hat er jetzt keinen Bock mehr? Ja gut. Der Greif hat keinen Bock mehr. Bye. Da vorne, da steht eine Kiste in diesem Gebäude. Da habe ich einen Bogen drin gefunden. Der ist, glaube ich, für diese magische Bogenklasse. Ja, du hast keinen Karren mehr. Bye. Da ist der Schatz. Alessische Ochsenhautkapuze. Okay, es blinkt für diese Kisten scheinbar. Hier ist der Bogen übrigens. Kann ich nicht tragen. Könnte Rega tragen. Ich will aber nicht, dass sie so aussieht. Möchte aber noch gucken. Ich habe nämlich festgestellt, auf diesen Häusern. Genau, ist nämlich öfters so ein Suchermedaillon. Also das Ding ist übrigens echt praktisch. Funktioniert manchmal noch nicht richtig und man kann es nicht nutzen, um nach unten zu gleiten. Es funktioniert nämlich irgendwie nicht. So. Gehen wir mal eben die Hülle da oben erkunden. Wenn ich schon bei einer Aufnahme bin. So, was gibt's denn hier? Verlassene Mine. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Is there nothing we can do about this obstacle? I'm ready to attack, Master. I would gladly be obeyed, Arisen. Okay. Ich habe übrigens meine Ausrüstung mal so ein bisschen geupgradet, so ein ganz kleines bisschen, weil das nicht so viel gekostet hat. Ob das jetzt irgendwas macht, warte mal. Das ist doch hier. Bumm. Ja gut. Da komme ich jetzt nicht durch, ne? Natürlich nicht. We cannot break it from this side. Hm. Wo kommt ihr her? These fiends were only truly defeated when their skull was smashed beyond repair. Let my magic grant you an elemental boon. Lebst du noch? No. Oh, hi. Aua. Aua. Hallo Leute, was macht ihr da hinten? Ist da noch irgendwas? Well done. Ist noch eins. So. Meine Hütte. Bist du tot? Ich glaube schon. Hallo, ich bin schon in die Kiste. Dörrfleisch. Ja, geil. Nein! Aua. Ach man. Jetzt darf ich den ganzen Scheißweg wieder hochlaufen. Aha. Waldläufer Beinkleider. Finde ich gut. Wie ich sehe, hat man da auch wieder sehr viel an. Da ist noch was. Es funktioniert nicht beim Fallen. Wundert mich, dass es überhaupt aktiviert wurde. I'll go and open the chest.
Helle Badesicheln und Lazarus-Splitter. Die kannst du bitte mir hier geben. Oh. Warte mal. Eben. Das sind Dolche. Moment. Sind die besser? Nee, nicht mal ansatzweise. Ich habe die auch ein bisschen geupgradet. Aber hier gibt es echt viel in der Höhle. Mal ganz nice. Ziemlich viel Equip. Ich finde ja gar nicht mehr so viel Equip in der Welt. Aber man kann beim Händler auch nur so Standardzeug kaufen. The gleam of an eye, the echo of a footfall. Ich glaube, dann bin ich hier durch, ne? No foe shall escape us. Da hinten ist, glaube ich, der Nebelsumpf. Nee, hier lang. Ah, da ist der Ochse. Wird, glaube ich, dunkel, kann das sein? Ich glaube, ich sollte hier mal ein Lager aufschlagen. Na, man kann halt nicht runterfliegen. Also es kriegt trotzdem dann den Fallschaden. Dankeschön. Grotte am Flussufer. It's our first time here. Be vigilant. We do not yet know what to expect. Ja, mal gucken. We ought not to let caution halt our progress, nor curiosity derail it. Oh, schon wieder Echsen. Ich mag Echsen als Magier nicht, weil die sind ja irre schnell kaputt, wenn man den Schwanz abschneidet. Aber ich kann eben mit Magier das nicht fokussen. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Huch! Schreck mich doch nicht so. Da ist immer ein bisschen Licht hier. Komm. Das macht halt gar keinen Damage. Ich bin mir irgendwie sicher, dass ich am Ende wieder bei Dieb landen werde. Von der Klasse her. Das gefiel mir bisher echt am besten. Warum habe ich da draußen irgendeinen Auftrag? Das ist weird. Hat irgendjemand vielleicht angegriffen? So, was haben wir denn hier noch? Außer tonnenweise Knochen. Oh, das Ende. Ja, mit. It is about time we pressed on, didn't you say, Master? Halbplattenharnisch. Kann ich nicht tragen. Kann. Ja, tragen. Ist sogar besser als das zweimal geupgradete, was sie anhat. Und das. Okay. Finde ich interessant, ist, dass das Ding einfach einen so einen Brustschutz zum Umschnallen hat, der aber nur eine Brust schützt. Sehr gut. Hallo? Er ist irgendwie über... Oh. Da ist Greifi. Ja, hi. Komm runter. Oh, er kommt tatsächlich. Der kommt hier tatsächlich. Er landet da oben. Hier ist Wasser, fall rein. Das ist der Greif, den ich schon angegriffen habe. Nice, er ist wieder da. Komm her. Muss ich jetzt da runterkommen? Jetzt lande doch einfach mal. Oder fall ins Wasser. So, bumm. Keine Ahnung, ob ich ihn noch treffe. Nö. Natürlich nicht. Talia, kannst du mal irgendwas Sinnvolles tun? Jetzt komm runter. Nee, halt überhaupt nicht, ob ich den treffe. Jetzt glaube ich vermutlich wieder nicht mehr. Der kann hier nirgendwo landen, kann das sein? Gut, Rega, aber weh, du fällst jetzt mit dem da rein. Ansonsten sehr gut, aber... Helf halt nix. Mach ich überhaupt irgendwo Damage? Zack. Ich mach keinen Schaden. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn falsch? Digga, wehe. Wehe, du fällst ins Wasser. Der ist schon wieder weg.
Der fliegt doch jetzt nicht ernsthaft schon wieder. Nee, komm her. Aua. Zack. Trefft den nicht, oder? Ich hab keine Ahnung. Oh, ja, nice. Das macht irgendjemand gerade Damage. Aua. Nicht Talia ins Wasser. Talia, komm her. Okay, Rega, das war echt nice. Du bist gerade echt ziemlich nützlich. Ausnahmsweise. Nicht ins Wasser. Komm her. Zu mir. Ja gut, das war's mit dem Scheiß. Greif. Was? Und was? Okay, der Greif ist weg. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Eine Greifenfeder, die war von eben. Hat jemand das vielleicht eingesammelt, weil beim Drachen hatte dann irgendjemand die Steine im Inventar. Das ist natürlich immer der Nachteil. By your command, Arisen. Wenn die im Wasser landen, dann kriege ich halt den Loot nicht, im Zweifel. Ja gut, Leute, dann laufe ich mal ein bisschen weiter. Common reward. So, ich bin hier gerade. Hallo. Auf dem Weg zum Sumpf. Und ich dachte mir, den können wir uns ja mal zusammen nochmal angucken. Ich war da ja nur ganz kurz drin für eine Quest. Und ich würde ganz gerne diesen Dallahan nochmal finden. Der ist ja geflüchtet. Okay. Sumpfi Sumpf. Man sieht hier sehr viel. Auf jeden Fall. Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. It is nearby. Oh nee. Shall I leave away? Oh, ihr Blöden, ich hasse diese Geister. Na, man scheint ein bisschen Magie anfällig. Die sind anscheinend sehr magieanfällig. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. But fear not! I shall gladly smash every last one. Ah, das hier sind ein anderer, der hat eine etwas kräftigere Farbe. Was ist das? Nee. Erstmal einer. So, tschüss! Da hinten ist so ein Boss. Hab ich den? Moment, den habe ich euch. Den habt ihr noch gar nicht gesehen. Ich habe so einen schon mal gemacht. Gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Der ist nämlich echt cool. Tja, wie komme ich darüber? Ich könnte da halt einfach rüber levitieren, aber das hilft meinen Vasallen nicht. Ich meine, gut, die teleportieren sich halt nach. Probieren wir das mal. Hat geklappt. Hi. Ruhestätte des Tunichtguts. Aber hier habe ich doch auch gegen den... Hier habe ich auch, glaube ich, gegen den Dallahan gekämpft. So, jetzt müssen nur noch meine Leute irgendwie hier rüberkommen. Versuchen gerade auf jeden Fall irgendwie einen Weg zu finden. Oh Gott. Oh Gott. Hallo, 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 hallo. Oh Gott. Hallo. Aua. Ich bin hier einfach geflogen. So, du bist aber bestimmt lichtanfällig. So cool, ne? Zack. Aber eigentlich kein Damage. Hi, Leva. Wo sind denn die anderen Mädels? Kann ich den Zell hier mal gebrauchen? Rega! Schätzchen, kommst du mal? Hast du mich etwa aus, du mieser Kleiner? Der lacht mich aus, Leute. Der lacht mich einfach aus. Der hat vermutlich meinen Kampf gegen den Drachen gesehen. Wer kommt denn da noch mit? Was kommen denn da noch für Leute? Ah, das sind Skelette. Talia, bist du eigentlich komplett bescheuert? Kommst du?
never seen my own master attempt such a thing. Okay. Das war's mit dem coolen Kampf. Ach man, das war jetzt schade. Also, die wollen jetzt nicht, dass der ins Wasser fällt. Talia, ey. Was fällt ihnen immer ins Wasser? Oh, ich wollte den looten. Beim letzten gab's echt coolen Loot. Ich glaube, da habe ich eine Robe gedroppt. Aber ich habe hier tatsächlich jetzt echt mit diesem Dallahan irgendwie gerechnet. Oh, knapp. Aber irgendwie. Irgendwie nicht. Anscheinend muss ich, wenn ein Vieh im Wasser verschwindet, hier mal das Ufer absuchen, denn Riga hat das gerade gemacht und einen Stab aufgehoben. Oder was? Talia? Irgendjemand hat gerade einen Stab. Ne, hier, lieber. Urflammstab. Ein Magiestab mit einem Juwel, das eine Urflamme enthalten soll. Seine Feuerzauberung lodert ewig. Ist aber ein Erzmagierstab. Kann ich also nicht benutzen. Bin auch echt nicht sicher, ob ich danach Erzmagier ausprobieren möchte. Oder erstmal was anderes. Magier, der normale ist nicht ganz so meins. Ich glaube, ich bin einfach nur zu schlecht dafür, um den zu spielen. Oh, die Kiste habe ich letztes Mal gesehen. Hey, sorry! Wollte die mich einfach angrabbeln? Dafür bist du es gebrutzelt, brutzelt. Ah. Tschüss. Reisestein. Ja, nice. Ich habe nämlich ziemlich viele verbraucht in letzter Zeit. Und ist noch irgendwas? Macht ihr das mal. Fluch der Gebeine. Was ist das denn? Okay, irgendein. Keine Ahnung. Irgendwas mit Krieger. So. Ich möchte noch auf die Dächer mal wieder drauf gucken. Aha. Das hier ist irgendwie nicht sehr dachig. Oh, hier kann man gar nicht drauf stehen. Na gut. Übrigens hier, war das hier? Ich glaube hier, genau. Hier in die Berge klettern. Wer kommt da denn? Hallo? Wer bist du? Basal vermutlich. Auf jeden Fall hier in die Berge klettern. Da ist, ach, der ist das. Da kommt man zu Sphinx. Ja, nee, der war das. Keine Ahnung. Carefully conserve my strength. Was ist das denn für ein Geräusch? Wie von hier? Ist hier noch runter? Nein, 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 ich sehe nichts. Wo ist der Boden? Aua. Oh nein, lass mich! Mädels, könnt ihr mir bitte helfen? Dankeschön. Fuck! Riss! Meine Blitze! Und jetzt los! Komm mal aufstehen! Wer bist du denn? Ach, du bist der schon wieder. Was ist denn los gerade? Irgendwo ist doch hier noch was. Ich greif noch irgendwas an. Irgendwo da oben. Talia? Komm mal! A battle avoided is a battle won, I suppose. So. Könnt ihr mal. Take care where you place your feet. A sharp ink. Oder auch nicht, weil die schon wieder viel zu schnell töten. Oh, level up. So, ab jetzt wird's ein bisschen doof. Eine Ziege. Nicht hier hoch. Bin ich da runter? Man weiß es nicht. Hier lichtet sich der Nebel zum Glück ein bisschen. Was ist hier? Wieso qualmen die denn so? Okay, weiter hier hoch. Wobei, hier war ich, glaube ich, schon mal. Ja, Leute, ich wollte euch gerade eigentlich irgendwie einen Kampf gegen den Greif zeigen. Aber der ist einfach sofort aufgestanden und weggeflogen. Nachdem ich hier gegen so einen Golem gekämpft habe. Bin ich jetzt frech. Dreh ich mich um, steht da vorne der Greif. Ich drücke auf Aufnahme und der fliegt weg. Belastend.
So, gehen wir mal eine Runde pennen. Es wird dunkel. Ha, da bist du ja wieder. Na, du. Jetzt aber. Zack. Danke fürs Abbrechen. Okay, chill. Aua. Zack. You're safe with me. Wurzel, mein Freund. Okay. Na genau, haut, Alter. Talia, okay, ist gut. What the fuck? Wie viel hat die denn verdammt gut zurück? Meinst du? Jetzt geht er. Hallo? Jetzt chillt ihr da hinter dem Berg oder was? Ja. Hä? Bitte be. Wo? Blöder, greif! Verarschst du mich, du blödes Vieh? Nicht auf Aua! Oh Gott! Moment of victory is at hand. Hallo. Let us finish this. Ja. Ist okay. So, jetzt von hier oben. Zack. Jetzt lebt der Golem wieder? Den habe ich doch getötet. Wo ist denn der Shit? Greift schon wieder hin. Der fliegt weg. Jetzt fliegt der einfach weg. Der ist doch fast tot. Na gut, dann machen wir nochmal den Golem. Ich glaube, einen Golem habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Da war in der Nähe von der Sphinx einer. Den habe ich schon mal besiegt. Aber wieso lebt der? Ich habe den doch getötet. Na gut. Ja, gut für mich. Aua. Hallo. Ja, ich weiß, ich habe nicht so viel an, das ist aber kein Grund, mich anzukrabbeln. Zack. Diese Schwachpunkte der Gegner zu zerstören, ist als Magier auch echt nicht so einfach. Bei dem Golems ist das zum Beispiel hier diese blauen Münzen, die der überall im Körper hat. Nur, ja, ich mach den halt so gefühlt überhaupt keinen Damage. LOL! Talia hat Regen einfach da hochgeworfen. Ist ja nice. Ist der irgendwie blitzimmun? Ich mach dem auch keinen Schaden. Ich mach den, der kriegt überhaupt keinen Damage mehr. Ne, der kriegt keinen Schaden. Versuch Nummer 1. Das ist Blitzimmun. Ja, das macht Damage. Aber das hat. Wieso hat er auf einmal so viel Damage gekriegt? Haben die irgendwas kaputt gemacht? Denke mal, ne? Ich glaube, die Münze an seiner Hand ist kaputt, kann das sein? Oh. Ah! Könntest du mich bitte nicht anzünden? Das wäre sehr freundlich. Der kriegt keinerlei Damage, was soll denn das? Jetzt auf einmal. Achso, jetzt ist. Ah ja, jetzt ist Regen auch oben auf seinem Kopf und haut ihn auf den Spot. Okay. Gut zu wissen. So, gut. Zweite Mal besiegt. Aber wo ist mein Greifi? Vielleicht wenn ich jetzt penne. Kommt hier der Greifi da? Ha! Nice! Das resettet halt irgendwie, das ist voll cool. Muss ich mir merken, wenn mal was wegfliegt, einfach schlafen gehen, dann ist es wieder da. Finde ich gut. Wenn der so rumfliegt, bringt es halt überhaupt nichts, wenn ich auf den Caster. Alter, bist du blöd? Warum sind die Viecher alle so blöd? Die haben sich das alle von Talia abgeguckt. Wie er da runtergespült wird. Ja gut, das war's mit dem Greif. Wie kriege ich den Loot? Bei dem einen haben die Vasallen irgendwas am Wasserrand ab.
aufgehoben. Weiß jetzt natürlich nicht, wie das hier ist, wo der jetzt den Wasserfall runtergedüst ist. Na ja, gut, hier liegt definitiv nichts. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Talia, willst du mich verarschen? Ja, gut. Hier ist übrigens so dieses Gebiet, wo ich gerade rumlaufe, ist echt mega interessant, finde ich, weil hier überall so alte Ruinen sind. Die wirken auch so elfisch. Hier irgendwo in der Nähe ist auch diese Quest mit diesem Elfenbogenschützen. Geht die weiter? Gucken, was wir hier noch so finden. Da ist ein Oger! Was macht der denn da? Hey, brauchst du Hilfe? Ich glaube, der Oger will sich krallen, aber kommt da nicht dran. Ich finde immer noch so geil, dass sie hier irgend so ein Riesenmonster eingefügt haben, was einfach Frauen verfolgt. So, warum? Gibt es eine Erklärung dafür? Jetzt lass die doch los! Aber hier, der Ort ist echt voll mit irgendwelchen großen Viechern. Greif, Golem. Und zu Klopen hatte ich auch schon. Hey, ruhig runter, du blödes. Ja, genau. Gar nichts mehr machen. Wo kommen jetzt die Soldaten alle her? Alter. Jetzt hängt der da. Überall auch diese Brücken. Was ist das denn hier für ein Komplex? Da wollen wir noch mal hoch. Laubenbrücke. Ist ganz schön verwinkelt hier. Huch, wer bist du denn? I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. Eine Rüstung ist cool. Kann ich die haben? Oh, eine Sequenz? Lol. Heilige Laube, Waldheimat der Elben. Wir sind im Bruchtal angekommen. Oh, das ist ja cool. Aber ganz ehrlich, ich frage mich dann immer noch, warum kann man sich am Anfang des Spiels Menschen und ein Beastrin erstellen, aber kein Elben? Sondern man kann nur Menschen Elbenohren geben. Sonst hätte ich das gemacht. Ich habe das halt nicht gemacht bei meiner tatsächlich. Weil ich dachte, die Rasse gibt es halt nicht und das ist einfach nur so Spielerei. Hallo? Lol? Oh! Es gibt manche Vasallen, wenn die... Warum ist der Stein schon aktiviert? Es gibt manche Vasallen... Das ist ein großer Stein. Moment. Moment, erstmal zu Ende erklären. Ich mache mir alles gleichzeitig. Es gibt manche Vasallen, die mir gesagt haben, hier, wenn ich die hier im Rift angeguckt habe, dass die Elbisch sprechen können. Und vermutlich braucht man irgendjemanden, der Elbe sprechen kann, sonst versteht man die nicht. Ich verstehe euch hier nicht. Aber wie cool ist das hier, dass die Elben hier einfach so ein Waldreich haben? The language of the elves is entirely foreign to me. Yet from their manner, I gather they are a proud people. Wenn die denn keinen... The elves are a people worth befriending, if we can but find a way to soften their hearts. Okay, wir müssen einen Weg finden, ihre Herzen zu erweichen. Tja, hier sind Shops. Jetzt haben die coole Waffen. Hallo. It is uncommonly rare, this. I look forward to informing my own master of its finding when I return beyond the rift. Akael fil kalo arume fa in iterond. Leute, ich hab jetzt hier auch für Wirklichkeiten. Okay, das. Ich kann überhaupt nichts lesen. Aber die Waffen scheinen krass zu sein. Holy shit. 441 Magie. Okay, das muss ich mir merken. In Lalastar. Aber gut, ich bin fast... Also, ich brauche noch ein Level, dann wechsle ich eh von der Klasse weg. Well. So, hier haben wir ein Inn. Ja, wo hast du die Truhe? Da. Du bist echt ein wandelnder Detektor, Mädchen. Du hast hier noch irgendwo was. Pray, allow me to open your chest. Welche Schatztruhe? Rinde. Was hast du aufgemacht?
Hinten ist noch ein Raum. Ja, aber die machst du nicht auf, oder was? Wie viele Truhen haben die hier? I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ja, hier trifft es aber gerade zu. Okay, gehen wir nochmal oben. Herr Minrand. Du siehst wichtig aus. Okay, du bist nicht wichtig. Tja, was kann ich hier machen, damit ich die verstehe? Ich möchte mir jetzt keinen Vasallen irgendwo holen. Ich möchte den irgendwie selber rausfinden, was ich tun muss, um mit denen zu reden. Du siehst wichtig aus. Achso. Okay. Ja, komm, pennen wir einfach mal bei denen. Da hinten geht's noch lang, glaube ich. Haus des Bewahrers der Laube. Das klingt wichtig. Ja, du siehst krass aus. Du siehst aus wie so ein Elbenkönig. Ja, oder du redest überhaupt nicht mit mir. Danke. Aha. Dachte ich mir, dass hier irgendwo eine große Rum steht. Boah, gut, danke schön. Ich habe nämlich keinen mehr. Ich glaube, dass ich irgendwie 6 oder sowas hatte. Ja gut, ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Aha. Spezialisierung Wortkünstler. Ermöglicht dem Vasallen Elbisch für den Erweckten zu dolmetschen. Elbisch wird automatisch in deiner festgelegten Sprache untertitelt. Ja, Leute, ich hab's rausgefunden. Boah, ich hab auch viel zu viel Geld ausgegeben. Ich habe erst ein paar Mal hier bei ihr gepennt und sowas. Und das hat überhaupt nichts gebracht. Und dann fiel mir ein, ich kann mich ja mit allen NPCs anfreunden und ich habe ihr einfach Blumen geschenkt. So ein paar Blumensträuße. Ja, und dann hat sie mir diese Schriftrolle gegeben. Vielleicht einfach sagen, die Spezialisierung Wortkünstler. Gebe ich mal Reger. Meine Güte. Jetzt haben wir den gleichen Bogen gefunden. Ja. Achso, sie kann das nicht benutzen. Benutzen. Reger hat die Spezialisierung Wortkünstler gelernt. Hat sie das jetzt? Ja. So, verstehe ich dich jetzt? Elle lotte anfir anandui. Ja. Momate fa elegano. Osto silfa malanta alecano mine in fair aver. Sehr cool. Können wir dann jetzt hier noch irgendwie mit ein paar Leuten quatschen? Hier war doch irgendwo der Typ, der wichtig aussah. So. Wer bist du? Okay, ich dachte echt, der wäre irgendwie... Keine Ahnung, ich dachte echt, hier kriege ich vielleicht eine Quest oder... Oh. Dann gehe ich jetzt noch einmal zum Shop und dann machen wir Schluss für heute. Bögen. Donnerstab. Feuerstab. Schande. Du Schande. Das sind schon recht krasse Waffen. Du hast so ein Spitzhut. Elbisches Gewand. Fragezeichen. Okay. Schenkelstiefel. Mhm. Ja, ich glaube, hier muss ich mich nochmal genau umgucken. Und wer bist du? Findamund. Du hast einen Reisestein. Ein Allheil-Elixier. Und... Warum ist das gelb? Okay. Ja gut, Leute. Wir sind bei den Elben und irgendwie... Also es ist cool hier, aber ich dachte, es bringt irgendwie vielleicht was. Also... Okay, ich verstehe die jetzt, aber hier sind ja keine Quests oder sowas. Ich dachte, ich kriege vielleicht irgendwie eine Nebenquest. Naja, gut. Okay, Leute, dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen und dann sehen wir uns... in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.